Neue Entwicklungen im Fall Pietro Lombardi. Sein DSDS-Job steht auf der Kippe. Auch Dieter Bohlen hat seine Meinung kundgetan. Die Schlagzeilen um Pietro Lombardi überschlagen sich derzeit. Es stehen heftige Gewaltvorwürfe im Raum. Nach einem Streit rief seine Verlobte Laura Maria Röpper die Polizei und wurde daraufhin ins Krankenhaus gebracht. Angeblich hat sie Blutergüsse am Hals. Doch Sender RTL hielt bisher, trotz des Skandals, zu Pietro. Doch wie lange noch? Nach den ersten Schlagzeilen stellte RTL klar, Pietro und sein Anwalt dementieren die Vorwürfe mit Nachdruck. Darüber hinaus haben Laura und Pietro parallel auf Instagram ein Statement veröffentlicht. RTL wird die Entwicklungen und Ermittlungen in dieser Sache weiter eng verfolgen. Die gestrige DSDS-Sendung wurde mit Pietro normal ausgestrahlt. Die Zuschauer waren davon jedoch überhaupt nicht begeistert. Solltest du die Vorwürfe nicht entkräften können, dann mach den Abflug. Oder um es freundlicher zu formulieren, trete bitte sofort zurück, schimpfte beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein anderer forderte, sofort raus aus der Jury Ausrufezeichen. Mit so viel Gegenwind hätte wohl auch RTL nicht gerechnet. Die Bild berichtet, dass der Kölner Sender erneut eine Krisensitzung einberufen hat. Lassen Sie Pietro jetzt endgültig fallen? Nein, wenn es nach Chefjuror Dieter Bohlen geht. Er soll bei RTL bereits ein gutes Wort für seinen Kumpel eingelegt haben. Ob das reicht, um den Rauswurf zu verhindern, bleibt abzuwarten.